Hallo und herzlich willkommen in der Guitaria 51 und zu einem weiteren Kurzausflug ins faszinierende Guitaria 51 Land. Außerdem ist dieses das 100. YouTube-Video und auch ein Nikolaus-Spezial, weswegen ich dir heute das Haus vom Nitro-Klaus zeigen werde. Und zwar mit diesem Haus bringst du jedes Metal-Riff zum Brennen. Ja, und jetzt werden wir ein bisschen malen. Ich zeig dir das mal. Guck mal hier. Achtung, vielleicht kennst du das ja. Das ist das Haus vom Nikolaus. Ja, das ist es. So, und wenn wir das jetzt mal umdrehen, dann erhalten wir... Das ist das Haus vom Metal Klaus. Okay, pass auf. Jetzt tragen wir noch ein paar Töne ein. Hier soll mal ein E sein. Das wird der Grundton für unser Metal Riff. Hier ist ein A. Nicht wegklicken. Nicht wegklicken ist geil. Hier ist ein G, hier ist ein D und last but not least, aber sehr sinnvoll, kennst du den Tritonus, das Intervall des Teufels? Ja, das ist hier, das ist der Ton B-Flat. Vielleicht weißt du schon, worum es geht. Ich zeig dir das jetzt in 3 Leveln. Los geht's. Level 1, das Fundament für das Haus vom Nitro-Klaus. Das Fundament für das Haus vom Metal oder Nitro-Klaus ist ein E5. Power Chord. Und zwar hatte ich da mal ein Backstage-Video gemacht, das da hieß Starte deinen Metal-Traktor. Mit Marius und Ludwig. Das sind hier zwei Schüler von mir. Ludwig Opa, Marius Enkel. Und die spielen zusammen Metal. Ja, das gibt's. Okay, und Ludwig hat in seiner Scheune einen alten Hermann Lanz Aulendorf-Traktor stehen. Aus dem Jahr 1943 mit 22 PS Leistung. Und ich habe im Internet einen Traktor gesucht, einen gefunden, geloopt und eine Bassdrum dazugelegt und das hörte sich dann so an. Und wir haben dann ein bisschen gejammt mit Gott. Gott geht mit seiner Frau duschen und dann was essen. Und dann wieder zurück zu Gott. Okay, guck dir das Video nochmal an, hier Backstage. Ich verlinke das alles unten in der Videobeschreibung. Und dann konntest du noch mit deinem Mittelfinger im dritten Mund auf der dicken E-Seite den Ton G greifen hier, ne, mit dem Mittelfinger. Und wenn du den ein bisschen anschneidest, ein Pinch Harmonic, dann kannst du damit ein bisschen rumkneten. Okay, und das hatten wir dann mit dem Traktor gemacht. Level 2, das Haus vom Nitro oder auch Metal Klaus. Ja, was ist das Haus vom Metal Klaus? Du kennst bestimmt unten die E-Moll-Pentatonik im Bereich der Leerseiten hier. Und zwar brauchen wir nur einen kleinen Teil davon. Und zwar nämlich die ADG-Seite hier. Wir hier nennen es immer die Couch. Die Couch, weil das die Komfortzone ist. Gehst du damit 12 Bünde hoch hier. Der Grundton befindet sich dann auf der mittleren Seite, auf der D-Seite, hier im zweiten Bund. Ja. Und ganz wichtig ist hier unten im ersten Bund, oder hier oben im 13. Bund, der Ton B-Flat. Das ist die Blue Note und damit wird dann die E-Moll-Pentatonik zu einer E-Moll-Blues-Skala. Das ist die Flatted Fifth. Okay? Das ist der Tritonus, das Intervall des Teufels. Genau, und diesen Ausschnitt hier, den hast du auch nochmal, Copy and Paste, Gitarre, mega. Hier einmal im 5. und 7. Bund auf der E, A und der D-Seite. Ja, das geht. Hier, Achtung. Und der Grundton befindet sich dann natürlich auch wieder auf der mittleren Seite, und zwar hier auf dem Ringfinger, hier im 7. Bund auf der A-Seite. Und die Blue Note befindet sich hier natürlich auch zwischen dem A und dem B, B-Flat. Und wenn man diese 5 Töne jetzt miteinander verbindet, das E, das B-Flat, das D, das G und das A, und wieder zurück zum E, dann sieht es aus wie das Haus vom Nikolaus. Aber jetzt ist es ja das Haus vom Nitro-Klaus, okay? Und diese Töne, die kannst du natürlich miteinander verbinden, egal wie. Und es klingt immer nach Metal. Und jetzt zeige ich dir erstmal ein paar Beispiele, in welchen Songs denn das Haus vom Nitro-Klaus vorkommt. Wir gehen zurück in die 80er Jahre und zwar Metallica, das erste Album Kill 'Em All. Und zwar der Song Seek and Destroy.
Am Anfang hörst du es noch nicht, das Haus vom Nitroklaus, aber später dann. Achtung! Achtung! Alright! Ja, zweimal das Haus vom Nitroklaus, einmal hier. Und einmal nach dem Alright! Ja, da war es auch schon zu hören, das Haus vom Nitroklaus. Zweites Beispiel, And the Sandman von einem Black Album. Was ich nie verstanden habe, ist, dass das Intro von And the Sandman hier oben gespielt werden soll. Ne? Voll umständlich, weil man könnte es ja hier unten, Leerseiten, sechs Freunde immer für dich da, egal wie weit du von zu Hause weg bist, auch hier spielen. Weil später kommt ja auch noch der und da brauchst du halt diesen Baret und das ist eigentlich der gleiche Fall. Und dann baut sich das Riff von And the Sandman über einen Zeitraum von gefühlten 5000 Jahren so ganz langsam auf. Ich kürze das mal ein bisschen ab und nehme dazu mal wieder den Hermann Lanz Auendorf aus dem Jahr 1943 von Marius und Ludwig. Kannst du das Haus vom Nitroklaus auch hören? Okay, drittes Beispiel. Wir verlassen mal Metallica und gehen mal zu Deep Purple und zwar zu dem Song Black Knight. Dort finden wir zwar nicht das B-Flat, aber wir können es hier einbauen. Und nur so als Idee, was du damit zum Jam machen kannst. Guck mal hier, das Riff von Deep Purple. Black Knight geht so, du startest auf dem E. Ganz einfach. Okay, so, und dann baust du die irgendwo ein, diese Blue Note hier, B-Flat. So, das vierte Beispiel hat gar nichts mit Metal zu tun, das ist eigentlich Grunge. Aber natürlich auch ganz bekannt und vielleicht auch eine Idee zum Datteln mit deinem Haus vom Nitroklaus. Ich habe hier unten ein Drop-Pedal von Digitech. Achso, falls du irgendeines dieser Pedale kaufen möchtest, dann findest du unten in der Videobeschreibung Affiliate-Links. Damit kannst du mich ein bisschen unterstützen. Und zwar, wenn du das Pedal über oder eins der Pedale über diese Links bestellst, dann bezahlst du nicht mehr, aber du kannst mich damit ein bisschen supporten. Okay? Alles klar, also ein Drop-Pedal. Bestimmt kennst du dieses Lick hier. Achtung, ich mach's mal. So, ich habe jetzt das Drop-Pedal mit einer Oktave drunter. Da kannst du natürlich auch wieder hier das Flat einbauen. Und wir nehmen auch zu dem Drop-Pedal mal wieder den Hermann Lanz Auendorf aus dem Jahr 1943. Level 3. In Level 3 zeige ich dir mal, wie du Gott und das Haus vom Nitroklaus miteinander verbinden kannst. Ja, und für Level 3 hast du drei Finger. So, der erste Finger, du bist ja bei Gott hier im zweiten Mund auf der AD-Seite unterwegs. Popcore. Im Haus vom Nitroklaus hast du auch deinen Zeigefinger im fünften Mund auf der jeweils A- und der D-Seite. Das heißt, du kannst, wenn du hier unten einen Riff gespielt hast, hier ganz angenehm von hier, vom zweiten Bund in den fünften Bund mit vielleicht einem Slide hochrutschen.
Spielt jetzt keine Rolle. So, dann kannst du natürlich auch den Ringfinger nehmen. Nicht, dass das jetzt hier unten eine Rolle spielt, weil für Gott und Frau und Duschen und Essen und auch geil, hier Mittelfinger, dritter Mund, die E-Seite, tun G, da kommen wir gleich noch zu. Aber bei dem Riff von Enter Sandman, wenn du das mal gespielt hast von Metallica, machst du ja einen Slide von Nowhere. Dann kannst du natürlich auch mit dem Ringfinger von hier aus. Ne, hier hochrutschen in den siebten Mund der A-Seite, wo sich ja auch wieder der Grundton E befindet. Ne, vielleicht mit dem Hermann Lanz Auendorf-Traktor. Last but not least hast du immer noch deinen Mittelfinger, weil mit dem Mittelfinger bist du bei Gott hier unten auf dem G im dritten Mund der dicken E-Seite, Moll Terz G, E-Moll Grillt Buletten. So, und da kannst du natürlich auch wieder ein Slide machen, hier einen sechsten Mund auf die Blue Note. Und wieder zurück auf das G. Ich habe die Töne, egal in welcher Reihenfolge, immer verbunden hier oben mit dem Dachfirst. Und dann bin ich hier oben immer hin und her gelaufen, weil Klaus nicht weiß, wo er seine Nitrofläschchen hinschmeißen muss. So, jetzt kannst du natürlich noch Pull-Offs und Hammer-Ons einbauen. Pull-Offs, geiler Tipp hier mit Leerseiten. Sechs Freunde, die immer für dich da sind, egal wie weit du von zu Hause weg bist. Jetzt bist du ein kleines Ende von zu Hause weg. Hier immer auf die Leerseite abziehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Daddeln mit dem Haus vom Nitro-Klaus in Verbindung mit Gott. Ja, und eine ausführliche PDF zu diesem Video gibt es natürlich auch wieder im Mitgliederbereich bei Patreon. Komm nochmal vorbei, wenn es dich interessiert. Ich habe dort viel, viel mehr Videos mit ausführlichen PDFs und Erklärungen als auf YouTube. Natürlich geht es hier auch weiter. Und ich freue mich, wenn du damit Spaß hast. Experimentiere ein bisschen. Probiere aus, ne? Und ich wünsche dir eine wunderschöne Adventszeit und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Alles klar, ganz liebe Grüße und bis dann. Tschüss.